Kapitel 7 Zora Rot. Während Ellie damit beschäftigt war, die Situation zur Gänze zu erfassen, was im Halbdunkel des Aufenthaltsraums der Zora nicht so einfach war, fühlte sie, wie sich zwei starke Hände rechts und links in ihren Parka krallten und sie von der Couch rissen, während von oben noch immer dumpfe Schlagzeugbeats zu hören waren. Der erste Schlag traf sie in die Magengrube. Es lag nicht besonders viel Kraft darin, so dass sie nicht augenblicklich zusammenklappte. Trotzdem war ihr für kurze Zeit schwarz vor Augen, vielleicht eher vor Schreck als vor Schmerzen. So oder so hatte sie nicht mehr genug Luft in der Lunge, um Hilfe zu rufen. Sie fühlte, wie weitere Hände an ihr herumzerrten und sie nach hinten rissen. Irgendetwas in ihr ersetzte die Panik und die Angst, die sie mit einem Mal durchflutet hatten, durch heiße Wut. Es gelang ihr, noch während sie nach hinten gerissen wurde, blindlings in die Luft zu treten. Sie traf irgendetwas, mit der Fußspitze nur, aber sie hörte einen schmerzerfüllten Aufschrei. Ellie wusste nicht, wen sie getroffen hatte, aber auf jeden Fall hatte sie getroffen, und dieser Umstand zauberte ein Grinsen auf ihr Gesicht. Das Grinsen verzerrte ihre Züge jedoch nur für den Bruchteil einer Sekunde. Jemand riss sie mit aller Kraft an den Haaren, und um dem Schmerz zu entkommen, ging sie mit der Bewegung mit, wobei sie mit dem Schienbein gegen den niedrigen Couchtisch stieß, aufheulte und das Möbelstück gegen den gegenüberliegenden Sessel schlittern ließ. Schade, dachte sie noch, wäre schön gewesen, ich hätte einen von den drei Wichsern auch am Schienbein erwischt. Dann fühlte sie sich schwerelos, fühlte, dass sie mit dem Typen, der sie von hinten an den Haaren zog, rücklings umfiel. Im Fallen rastete ein Schalter ein in ihrem Gehirn. Der Typ, den sie früher am Tag angerempelt und völlig zu Recht beleidigt hatte, brüllte jetzt mit schriller Stimme: »Dir werden wir es zeigen, du dreckige kleine Fotze!« Er schrie und schimpfte noch weiter, aber Ellie verstand die Worte nicht mehr, weil sie jetzt auf dem Boden aufschlug. Wäre ihr Hinterkopf nicht auf dem miesen Schwein gelandet, das sie nach hinten umgeworfen hatte, hätte der Aufprall ihr den Schädelknochen zerschmettern können. So aber donnerte nur ihr linker Ellenbogen auf die Fliesen des Gemeinschaftsraums der Zora, während ihr Kopf sich in den schwammigen Oberkörper ihres Gegners hineingrub. Ja, genau so hatte sie das Wenige, was sie bislang von ihm gesehen hatte, eingeschätzt. Stark, das schon, aber dennoch irgendwie schwammig. Trotzdem, ein junger Mann, auf jeden Fall stärker als sie. Sie durfte sich nicht in die Enge treiben lassen. Jetzt begann sie, sich aus dessen Griff zu befreien, strampelte, brüllte und schrie, und sie klang zornig und verängstigt zugleich. Dann schrie sie noch einmal, wütend auf den eigenen, verängstigten Klang, wollte ihn aus ihrem Schrei ausmerzen. Sie war schneller wieder handlungsfähig als der schwammige Kerl, der noch immer unter ihr zappelte. Er schlug wild mit den Füßen aus, als sie ihm beim Aufstehen eine Faust in den Magen presste, sich abstieß, was seine beiden Freunde einen kurzen Augenblick davon abhielt, ins Geschehen einzugreifen. Ellie formte ihre rechte Hand zu einer Klaue und zog dem Typen unter ihr, noch während sie endgültig aufstand, die Fingernägel durchs Gesicht. Er jaulte auf. »Du klingst wie ein Mädchen, du Pisser«, dachte sie. Der Rudelführer wollte sie am Arm erwischen, bekam aber nur den Jackenärmel zu fassen und riss daran. Er versuchte, ihren Schwung zu nutzen, versuchte sie genau in die Bahn des Schwingers hineinzuziehen, den er mit seinem anderen Arm zeitgleich ausführte. Doch Ellie schlüpfte mit dem Arm aus dem Ärmel ihres Parkas heraus, duckte sich nach unten weg, gerade noch rechtzeitig, und jetzt hielt ihr Gegner mit einem Mal nur noch die schwere Jacke in der Hand. Für den Bruchteil einer Sekunde schaute er verdutzt und verärgert, aber das reichte Ellie, um ihm mit aller Kraft auf die Nase zu schlagen. Ein widerliches Gefühl, hart und weich zugleich, irgendwie wie Tintenfisch. Ellie mochte keinen Tintenfisch. Gerade wollte sie noch einmal ausholen, da wurde sie erneut herumgerissen, an ihrem linken Arm, der von ihrem Sturz gerade eben noch ziemlich schmerzte. Sie jaulte auf, und ihr Jaulen wurde von einer mächtigen Ohrfeige abgeschnitten wie mit einer Guillotine. Offenbar glaubte der dritte Typ, dass ein Schlag mit der offenen Hand für ein Mädchen wie Ellie reichen müsse. Ganz Unrecht hatte er damit auch nicht. Es reichte, um Ellies Oberlippe gegen ihre Schneidezähne zu pressen und aufplatzen zu lassen. Ihr Kopf flog zurück.
Kleine Drecksau, zuerst ficken wir dich und dann gehen wir zu dir nach Hause und ficken deine Mutter, tönte es hinter Ellie. Der Typ, dem sie das Gesicht zerkratzt hatte, jammerte noch immer. Es musste also der Anführer sein, der da ihre Mutter ins Spiel gebracht hatte. Mit der gebrochenen Nase klang seine Stimme beinahe schon lächerlich. Die Wut, die darin lag, war aber trotzdem deutlich herauszuhören. Ellie versuchte, ihren linken Arm frei zu bekommen, aber die Hand, die sie festhielt, ließ nicht los, denn der Kerl rechnete jetzt mit ihrer Gegenwehr und es gelang ihr nicht auf Anhieb. »Fick doch meine Mutter, vielleicht würde ihr das sogar gefallen.« Die Wut, die das hässliche, widerliche Bild in ihrem Kopf hervorrief, gab Ellie neue Kraft. Sie riss sich los, wobei der Ärmel ihres abgetragenen Pullovers einriss. Egal, sie war frei und sie sah ihre Chance. Eine schmale Lücke zwischen den beiden Typen vor ihr, durch die hindurch sie in gerader Linie zur Ausgangstür rechts im Raum gelangen konnte. Auf halbem Weg dorthin nahm sie noch etwas wahr. Links neben der Küchenzeile war eines der Erdgeschossfenster eingeschlagen worden. Sie waren nicht durch die Tür gekommen. Das bedeutete höchstwahrscheinlich, dass die Tür abgeschlossen war. Fuck! Vor ein paar Wochen waren schon einmal Jugendliche in die Zora eingebrochen und hatten den Gemeinschaftsraum aus Jux und Tollerei verwüstet. Sicher war man jetzt vorsichtiger geworden. Dieser Fluchtweg fiel also aus, es blieb nur das eingeschlagene Fenster und mit einem Mal hatte Ellie auch gar keine Lust mehr zu fliehen. Während sie hörte, wie die beiden Typen, die sich noch auf den Beinen hielten, hinter ihr herjagten, richtete sich ihr Blick auf eine etwa 40 Zentimeter lange Glasscherbe in der Nähe der Küchenzeile auf der anderen Raumseite gegenüber der verschlossenen Tür, direkt vor dem Herd, die eine ganz großartige Waffe abgeben würde. Sie hatte zu lange überlegt. Die Kerle hatten sich berappelt und verstellten ihr erneut den Weg. Sie nahm Anlauf, drängte sich ohne Rücksicht auf Verluste mit purer Kraft an den Kerlen vorbei, die versuchten, ihrer habhaft zu werden. Aber das Manöver gelang und Ellie konnte durchbrechen und die beiden Angreifer kurz aus dem Gleichgewicht bringen. Die wenigen Augenblicke reichten ihr. Mit dem schmerzenden linken Arm riss sie den rechten Ärmel ihres Pullovers nach vorn, sodass ihre Handfläche von dem Stoff bedeckt war. Dann bückte sie sich und griff nach der Scherbe. Plötzlich durchzuckte sie ein grässlicher Schmerz, als ein Tritt sie von hinten genau zwischen die Beine traf. Sie schrie auf, fiel weit vornüber und knallte mit der Stirn gegen einen der farbenfroh bepinselten Heizkörper des Gemeinschaftsraumes. Sie fühlte, wie sie zwei Sekunden später hochgerissen und gegen die Küchenzeile gedrängt wurde. Der Typ hatte Nasenbluten, und es war nicht wenig Blut, was seinem Gesicht im Halbdunkel einen dämonischen Anstrich verlieh. Plötzlich machte er eine Bewegung, und Ellie vernahm ein metallisches Schnappen. Ein Springmesser. Sie war noch immer zu benommen, um sich zu wehren, als er ihren Pulli am Kragen nach vorne riss und ihn und das Shirt darunter von oben bis unten aufschlitzte. Das plötzliche Auftauchen der Waffe hatte Ellie so sehr erschreckt, dass sie vor ihrem inneren Auge schon sah, wie ihre Eingeweide aus der Bauchhöhle herausfielen und von einem schmatzenden Geräusch begleitet die Fliesen verschmutzten. Erst als sie grobe Hände spürte, die nach ihren Brüsten griffen und sie zusammenpressten und drückten, und sie bemerkte, dass der Kerl, der ihr die Ohrfeige gegeben hatte, versuchte, ihre löchrige Jeans zu öffnen, kam wieder Leben in Ellie. Die Scherbe, die sie hatte aufheben wollen, hatte sie verpasst. Dafür fand sie jetzt tastend eine kleinere, hinter sich auf der metallenen Ablagefläche der Spüle. Und die stieß sie jetzt mit aller Gewalt nach unten in Richtung ihres Hosenbunds. Und sie traf. Sie durchbohrte dem Wichser glatt die Handfläche, und es war ihr sowas von egal, ob eine Kante der Scherbe dabei in ihre eigene Hand schnitt, und es war ihr auch egal, dass die Spitze sogar durch die Jeans hindurch ein wenig in ihren Unterleib piekte. Der Typ schrie und brüllte. »Ja, da sind ziemlich viele Nerven in so einer Hand, was?« Irgendetwas an seinem Geschrei ließ den Anführer von Ellies Brüsten ablassen und sich zu seinem Freund umdrehen. Sein Körpergewicht verwendete er dabei noch immer, um Ellie gegen die Spüle zu drücken. Er drückte sie weit nach hinten, in eine ungünstige Position mit durchgebogenem Rückgrat, aber er war nicht mehr ganz bei der Sache. Ellie hatte die Scherbe noch immer in der Hand, witterte instinktiv den richtigen Augenblick und zog ihm das rasiermesserscharfe Glas gnadenlos durchs Gesicht. Sie war sich nicht sicher, wie sie es nach Hause geschafft hatte.
Die Stadt und die Menschen mit den erschrockenen und angeekelt gaffenden Gesichtern waren wie in einem Albtraum an ihr vorbeigezogen. Bizarre Fratzen, die sie verhöhnten und mit ihren dummen, aber bösartigen Blicken betatschten, während sie die Fetzen ihrer Kleidung vorne zusammengerafft und die Arme fest an sich gedrückt, blutend und verheult, einen Block nach dem anderen hinter sich brachte. Auch der verschwommene Anblick von zwei Zorianern tauchte in der Flut der Bilder auf. Ja, es hatten sich doch zwei nach unten getraut, um nach dem Rechten zu sehen. Aber da war es schon vorbei und sie aus dem Fenster raus gewesen. Hoffentlich hatten die Arschlöcher ihnen nichts getan. Aber Ellie glaubte das nicht wirklich. Nein, sicher waren die ebenfalls abgehauen. Tief drinnen wusste sie, dass sie in einem Krankenhaus besser aufgehoben wäre als bei ihrer Mutter. Trotzdem konnte sie nicht anders. Sie wollte nach Hause. Irgendwohin, wo sie sicher war. Außerdem hatte sie die Typen verletzt. Völlig zu Recht. Aber die Polizei würde das vielleicht anders sehen. Bei Aussage gegen Aussage hatten die Typen drei Stimmen und sie hatte nur eine. Sie würde sicher einkassiert werden und dann würde alles noch viel schlimmer werden. Ja, so würde es laufen. So lief es immer. Die ist auf uns losgegangen. Einfach so. Die Kleidung? Die war noch total intakt, als sie abgehauen ist. Sagt sie etwa etwas anderes? Hat sie selbst aufgeschnitten, damit sie jetzt besser dasteht? Ja. Und ihre Freunde? Wenn sie wüsste, wo die sich gerade herumtrieben, dann wäre sie vielleicht eher geneigt gewesen, zu ihnen zu gehen. Aber sie wusste es nicht. Sie wusste verdammt wenig über ihre Freunde und deren Lebensumstände fiel ihr auf. Und sie wusste auch, dass sie diese gedankliche Richtung nur einschlug, um sich von ihren Schmerzen abzulenken. Ihren Parker hatte sie in der Zora zurückgelassen und ihren Rucksack. Scheiße, die Schulsachen. Was aber noch viel schlimmer war, war der Verlust des Hausschlüssels. Der war mit dem Parker und dem Rucksack zusammen in der Zora zurückgeblieben. Sie wusste, dass sie keinen weiteren Schlüssel mehr in Reserve hatte, weil ihre Mutter letzten Monat nach einer Sauftour ebenfalls ohne einen Schlüssel zurückgekommen war. Das würde teuer werden. Und sie hatten kein Geld. Scheiße, dachte sie erneut, aber es half ihr nichts. Sie blutete an der Hand und alles tat ihr weh. Ihre Lippe pochte, der linke Ellenbogen auch und so wie ihre Titten sich anfühlten, waren die sicher von Blutergüssen und Fingernagelabdrücken übersät. Verdammte Wichser, ich habe alles richtig gemacht, sagte sie sich immer wieder und gleichzeitig wusste sie, dass es ihr niemals gelingen würde, ihre Mutter auch davon zu überzeugen. Ellies Gedanken drehten sich noch eine Weile im Kreis, und sie fürchtete sich vor den Konsequenzen ihres Handelns. Seltsamerweise wog die Tatsache, dass sie am nächsten Tag ohne Schulsachen in den Unterricht gehen musste, schwerer als alle eventuellen juristischen Folgen, die ihr in diesem Moment einfielen. Auch wenn die Erinnerungen an die Geschehnisse in der Zora bereits verschwammen und undeutlich wurden, so konnte sie sich noch genau erinnern, wann sie sich zu Hause die Treppe hochgeschleppt hatte. Den Aufzug hatte sie nicht nehmen wollen. Darin befand sich ein Spiegel. Der war zwar stumpf, aber sie wollte nicht wissen, wie sie aussah. Wirklich nicht. Ellie hatte die Treppen genommen, und als sich jetzt, nach ganzen 3 Minuten Sturmklingeln, die Wohnungstür öffnete und das verquollene und eindeutig ungehaltene Gesicht ihrer Mutter im Türrahmen auftauchte, begann Ellie erneut zu weinen. »Wo kommst du denn her um diese?« setzte Ellies Mutter an. Die Stimme war ein hohes, hysterisches Kreischen. Es war ihr völlig egal, ob sie irgendeinen ihrer Nachbarn damit aus dem Schlaf riss. Die Stimme war belegt und ganz weit hinten in ihrem Geist bezweifelte Ellie, dass irgendeiner der Nachbarn die Worte überhaupt verstehen würde. Die Augen ihrer Mutter waren vor Wut weit aufgerissen, sodass Ellie selbst in der schlechten Treppenhausbeleuchtung die geplatzten Adern darin sehen konnte. Überhaupt machte das Neonlicht ihre Mutter hässlich, ließ sie wirken wie einen wandelnden Leichnam mit unreiner Haut und fettigem Haar. Die Stimme brach, wurde leiser. »Gott, Ellie, was ist denn passiert? Was hast du gemacht?« Ihre Mutter zerrte Ellie in die Wohnung. Nicht, um sie zu umarmen, sondern an sich vorbei in den Flur hinein. Dann streckte sie den Kopf aus der Tür und starrte ins Treppenhaus. »Du hast alles voll geblutet. Ab in die Küche mit dir. Und sieh zu, dass du einen Bogen um den Teppich machst, hörst du?« »Ja, genau, weil der Teppich ja so kostbar ist«, dachte Ellie. »Setz dich dahin«, befahl ihre Mutter und deutete herrisch auf einen der Stühle.
Ellie gehorchte nicht. Stattdessen ging sie zur Spüle und begann damit vorsichtig, ihre Hand unter lauwarmem Wasser zu waschen. Zum Glück sah der Schnitt schlimmer aus, als er war. Sie hörte ihre Mutter hinter sich schnauben und dann sagen, »Dummes Kind, du musst kaltes Wasser nehmen. Dann hört die Blutung eher auf, weil die Gefäße sich zusammenziehen.« Sie spürte, wie ihre Mutter neben sie trat. Jetzt mit überraschend milder Stimme sagte sie, »Lass mal sehen«, und Ellie konnte das Bier in ihrem Atem riechen. »Immerhin nur Bier«, dachte Ellie. Bevor sie beim Stehlen von Medikamenten erwischt worden war, hatte Ellies Mutter als Krankenschwester gearbeitet. Vielleicht auch nur als Pflegehilfskraft. Ellie war sich da nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall kannte ihre Mutter sich ein bisschen aus. Ellie hasste das Gefühl, das sie jetzt überkam, als ihre Mutter mit beiden Händen nach ihrer verletzten Hand griff. Sie begutachtete. Ein Gefühl, das... Ellie wollte das Schluchzen unterdrücken, aber es gelang ihr nicht. »Hör auf zu heulen, du brauchst dich gar nicht wundern, so wie du rumläufst.« »Hat er dich gefickt?« »Wer? Was? Ob der Typ, der dich so zugerichtet hat, dich gefickt hat?« Die Frage klang kalt und geschäftsmäßig. »Es waren drei«, brachte Ellie hervor und zog die Hand ruckartig zurück. »Und haben die dich gefickt? Ich frag dich das, weil ich wissen muss, ob ich dir die Pille danach besorgen muss. Ich weiß doch, wie sowas läuft. Du hast rumgeflirtet und dann hast du nicht mit den Konsequenzen leben können. Da muss jedes Mädchen mal durch. Glaub mir, ich weiß das. So ist es eben. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe gar nichts gemacht.« Ellie wurde ganz kalt. Teilnahmslos ließ sie zu, dass ihre Mutter ihre Wunden versorgte, während sie noch einmal fragte. »Haben sie dich gefickt?« Ellie konnte nur noch den Kopf schütteln. »Wirklich nicht? Wir können nicht noch ein«, ließ ihre Mutter nicht locker. »Nein, haben sie nicht. Ich hab sie gefickt. Ich hab die widerlichen Arschlöcher gefickt und zwar richtig, richtig hart«, brach es aus Ellie heraus, und mit diesem Ausbruch war der ganze Trotz und ihre ganze Wut mit einem Mal aufgebraucht.